Ebenfalls geht's hier mal wieder ab. Wir sind Spielball der Gefühle, würde ich mal sagen. So, ein Heiltrank geschlürft. Muss ja auch sein. Boah, fuck, geht's hier ab. Da machen wir jetzt ein paar gleichzeitig kaputt. So. Sonst sehen wir hier jetzt kein Land, wenn wir das jetzt nicht so bewältigen. So. Es war knapp. So, noch so eine Sprengfalle. Alter, was gehen hier ab? So viele Skorpione hier. So. Ist ja nicht mehr lustig. Oder eigentlich schon. Deswegen ist es eigentlich lustig. So. Eigentlich wieder nur Schrott. Kann ich auch was Gescheites mal wieder kriegen? Ein paar Rüstungsgegenstände, die ich auch brauchen könnte. Aber nee, das ist ja mal wieder nicht drin. So, du bist leichtes Futter für mich. Oh, jedenfalls steigen wir gleich auf. Das ist super. Jetzt sind wir bei Level 30. So gehört er sich. Da macht es Spaß. So. Gehen wir mal die Dinger ein nach dem anderen. Uah. Da ist ein Fernkämpfer natürlich klar im Vorteil bei solchen Sprengfallen. Natürlich bin ich wieder in die Sackgasse gelaufen. Das sind wir ja gewöhnt von mir. Dass ich definitiv immer in die Sackgasse laufe. Ja, ist ja jetzt auch nicht verkehrt. Haben wir halt einiges an Gesocks zerlegt. Es uns doch ein bisschen, ja, Zeug hergekotzt hat. So, und dieser Wattwurm schon wieder. Ja, ja. Verpiss dich. Scheiß Flammenwerfer hier. So. Ach, was denn ich sagst, Frau. Wie dass ich nicht wüsste, dass wir uns durch die Gegner freikämpfen müssen. Boah, wie dass wir auf der Brennsuppe dahergeschwommen werden. Aber nö. Da soll man nicht ausfallen werden bei diesem Spiel. So. Und du kommst her, du Feigling. Immer hier von der Weite angreifen. So, zumindest habe ich jetzt eine schöne Distanz. Mit der ich angreifen kann, mit dieser schönen, ja, Lanze, sagen wir mal. Da befingert mich schon wieder einer. Das gibt's doch nicht. Wie viele Befingerer sind denn hier noch? Könnt ihr mir das sagen? Immer solche Perverso-Leute. So. So, das Zeug dürfen wir auch fast zerstören. So, schlürfen wir noch einen Heiltrank. Wow. So. Jetzt gucken wir mal kurz ins Inventar. Scheiße, scheiße. Weg damit. Alle Zeug, das ich nicht brauchen kann, tue ich mal weg. So. Ich muss mich nochmal kurz aufsetzen, weil ich doch schon wieder ziemlich im Stuhl drin verschwinde. Was ich jetzt nicht unbedingt vorhatte. Also sonst liege ich mittendrin unterm Tisch. Das ist jetzt auch nicht unbedingt praktisch zum Spielen. Wenn man unterm Tisch liegt. Das werde ich nicht tun. Nein! Wieso nicht? Alter! So, noch eine Energieblase. Nicht, dass wir hier doch verrecken. So, und du Wurm. Dreckswurm. So. Dann taucht er immer so weit hinter uns auf. Dass es weiter schon kaum noch geht. So, Stufe 30. Ist ja geil. Da müssen wir doch gleich mal gucken, was wir Schönes an Sachen gekriegt haben. So. Dann gucken wir mal. Fertigkeiten. Wir haben für unseren normalen Schlag. So ist er. Kritische Treffer stoßen Gegner zurück und dort so's. Hä? Zurück. Und dort, wo sie auftreffen, verursachen sie zusätzlichen Schaden. Nehmen wir den.
Das ist schon mal nicht so schlecht. Erdbeben. Da hätten wir Zorn des Berserkers. Nee, brauchen wir nicht. Hoppala. Sonst noch was? Ja, wir haben hier einen neuen Slot frei. So. Rüstung um 25 erhöht. Donnerschlag. Donnerschaden um 50 erhöht. Nehmen wir fast. Dann haben wir eine schöne Ding. Dann haben wir, sind wir besser gerüstet für den Kampf. Wenn wir wieder mehr Rüstung haben und so. So. Warum gegen so ein Scheißzeug? So. Du schleuderst jetzt nicht unbedingt den Gegner weg. So. War auch scheiße. Braucht kein Mensch das Zeug. So. Ich dachte, die schleudern hier zurück. Das geht noch nicht. So. Dich brülle ich mir erstmal an. Oder auch nicht. Hätte ich wohl nicht gebraucht. Ah, scheiß Sprengfalle. Immer diese scheiß Sprengfallen hier. So, das wird uns noch irgendwann das Leben kosten, wenn es so weitergeht. Mit den Sprengfallen. Aber ich brauche mehr wir Zeit. Kommen zurecht. Das zum Glück nicht schlecht. So. So ein Haufen Zeugs. So. Das Schild, das behalte ich mir mal. So, das kann weg, das Schild. Schaden wäre mehr. Nö. Nö. Muss ja auch nicht sein. Wir müssen ja nicht jeden Rotz anlegen und mitnehmen. Vor allem wieder Inventarplatz sparen, dass wir hier weiterkommen und den Leuten noch schneller aufs Maul geben können. Scheiße ich jetzt mal kurzzeitig auf das ganze Zeug. Die Tretmine ist auch schon durch. Das ist gut. So, das. So kann man auch Gegner töten. Indem dass man ihnen die Sprengfalle auslösen. So, die Schuhe werfen wir dann auch gleich weg. Haben wir den Spots auch weg. So. Jetzt sind wir hier einmal den Rundgang gelaufen. Lobby. Na, du kleiner Blob. Heute schon mal gestorben. Bist du jetzt dran. So. Ich wollte auf die Karte gucken. Ach, da oben ging's lang. Oder hier geht's lang. Eins von beiden. Das werde ich wohl noch früh genug erfahren. Wenn es halt ist, dann könnten wir auch wieder in eine Sackgasse laufen. Ist ja auch nicht so verkehrt. Macht ja auch Spaß. So. Schauen wir mal. Vielleicht ist ja irgendwo was drin in den Knochenhaufen. So, du hörst auf, mit deiner Hand hier rumzufingern. Du genauso. Mich begrapscht hier keiner. Das ist schon ekelhaft hier. Schön ausgewichen. So, immer diese Feuerbarrikaden hier. Was soll die Mistsau? So. Verlangsamen wir erstmal alle. Betäuben wir sie. Machen wir einen schönen Rundumschlag. So. Und schon ist alles tot. Wird eigentlich eh nichts mehr für mich dabei sein. Hoppala, das wollte ich nicht. So, wieder zugemacht das Inventar. Das Ding können wir kaputt machen. Haben wir auch schon vollbracht. Immer dieser Wurm. Der wurmt mich ein bisschen. Na, bleib halt hier, Feigling. Und gleich wieder eine Sprengfalle aktiviert. So. Und gleich noch eine Abzweigung. So, ist ziemlich verwirrend hier unten. Also ich bin gespannt, wann ich endlich mal den ersten Pfeil sehe. Wo es hier lang geht. So.
Das Ding können wir auch kaputt machen. Dann sind wir zumindest beschäftigt. Da haben wir ein bisschen was gemacht. So, unsere Verzauberin, der geht es immer noch gut. So, kurz mal ausgelöst, weil es lustig ist. So, noch einen Knochenhaufen. Aber in den Knochenhaufen war eh bis jetzt noch nichts drin. Ich weiß eh nicht, wieso, dass ich die ganze Zeit auslöse. Was wird denn da unten umeinander strawenzeln? Es sieht sehr interessant aus, was da unten rumbloppt. Also, puh. Gut, wir sind da mehr oder weniger, ja, in der Hölle, würde ich jetzt mal fast behaupten. Aber nur fast. In meinem jugendlichen Wahnsinn tue ich das einfach mal. So. Natürlich wieder 1000 von den Skorpionen. Wäre ja sonst langweilig, wenn das nicht so wäre. Ein bisschen gesockt muss er doch sein. Und bei den Skeletten macht es echt die Masse. Da haben, glaube ich, so Magier oder so echte Probleme mit. Ich natürlich weniger. Ich mit meinen Rundumschlägen und so. Da geht es natürlich ein bisschen leichter. So. Außer Knochenhaufen ist hier sonst nichts, hä? Mal so eine schöne Truhe oder so. Wäre ja auch mal wieder schön. Alter, jetzt bin ich komplett in die Sackgasse gelaufen. So, dann geht's wohl hier lang. So, dann dürfen wir wieder den ganzen Weg zurücklaufen. Ist ja immer schön. Ich, ja, so macht man zumindest Erfahrungspunkte. Um natürlich gut gewappnet zu sein für die kommenden Gegner. Umso mehr Erfahrung, desto besser. Wir werden ja auch mit jedem Levelaufstieg besser, würde ich jetzt mal sagen. Ja, doch ein Rollenspiel. So, gehen wir mal kurz die Ecke aus. Erst beschwere ich mich, dass hier keine Kiste ist, aber da ist eine. So, was ist drin? Nur Müll. Aber nur. Alter, weg damit. Weg, hinfort. So, die haben auch schon wieder Damage gezogen. Ist ja klar, wenn ich hier einmal sterbe. Wo renne ich eigentlich hin? Ja, bin schon richtig unterwegs. Da müssen wir hier hoch. So. Irgendwie war noch heute noch nicht so viel Action hier angesagt. Aber es wird schön langsam. Mein Computer hat sich endlich eingezockt. Dass er hier nicht mehr so verlangsamt. Oder das Ruckeln anfängt, sagen wir so. Ey, mach dich tot. So. Hier wäre noch eine Abzweigung, die gehen wir auch noch schnell. Das ist definitiv eine Sackgasse, deswegen. Oder auch nicht. Nie fallen. Dein abscheuliches Volk ist die größte Sünde der Schöpfung.